Moin Moin in St. Peter-Ording. Moin Moin ihr Lieben, heute bin ich auf dem Weg nach St. Peter-Ording, Zwischenstation Metenfeld in der Friedensschafskäserei. Wie ihr merkt, es ist heute stürmig, heute ist richtiges Nordseewetter. Moin Moin Herr Volkertsen. Moin. Schön, dass wir hier zu Ihnen kommen durften, heute hier in der Schafskäserei in Tietenbüll. Wunderbar, genau. Von St. Peter-Ording, wie lange entfernt? Man fährt so 20 Minuten. 20 Minuten, 18 Kilometer. Ein Ausflug ist es auf jeden Fall wert. Alles rund ums Schaf und ganz besonders hervorzuheben Ihre Schafskäserei. Genau. Unsere friesische Schafskäserei nennen wir uns. Wir melken ungefähr 130 Schafe, ostfriesische Milchschafe. Die Milch wird direkt hier auf dem Hof in unserer Käserei verarbeitet und dann direkt das meiste eigentlich direkt hier ab Hof vermarktet in unserem Hofladen. Der hat ganzjährig geöffnet. Wir vermarkten außerdem noch alles rund um unser Schaf, natürlich der Käse, die Wurst, das Fleisch, die Felle und haben dann noch zusätzlich schöne Produkte von Kollegen, Bioland-Kollegen, die eben auch genauso für die Ökolandbau genauso selbstverständlich ist wie für uns, dass wir gute Tierhaltung oder es ist immer wichtig, dass es fair und aus der Region ist. Wir haben hier zum Beispiel die Jacken von Mufflon, ein Produkt komplett hier in Schleswig-Holstein hergestellt. Wunderbar, passt zum nordfriesischen Wetter. Super, was ich ganz besonders finde, auch ein ganz tolles Mitbringsel, Herr Volker, ist die Wärmflasche. Sie tut gut auf dem Bauch und ein Schaf auf dem Bauch ist bestimmt auch was. Die ist toll, Das ist so. Man kann richtig heißes Wasser reinmachen, man verbrennt sich nicht durch das Fell, es gibt ganz langsam die Wärme ab. Und das ist, man hat bis zum nächsten Morgen eine warme Bettflasche und es fühlt sich immer so ein bisschen an wie so eine warme Katze am Fuß, die sich daran kuschelt. Wunderbar. Unser Abstandsmeter hier, ich sammle dort immer etwas für meine Gäste rein. Was geben Sie mir heute mit zum Probieren? Da habe ich jetzt einen Schafskäse von uns. Das ist das schwarze Schaf, ein Weichkäse in Pappelasche gereift mit Edelschimmel. Da ist Weißschimmel, Schwarzschimmel, Grauschimmel, Blauschimmel drauf und wird mit der Zeit immer besser. Man kann ihn richtig 3-4 Wochen gerne liegen lassen. Der wird immer cremiger und kräftiger im Geschmack. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Ich werde es testen. Ich wünsche Ihnen viele, viele nette Gäste. Finde es schön, dass Sie da sind, weil es ist was Typisches, was hierher gehört. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Ja, oder abonniert mich doch am besten gleich. Schaut auch bitte gerne mal auf meine Webseite watt-will-mann-mehr.de. Und Herr Volkertsen und ich, wir freuen uns auf viele nette Gäste hier in und rund um St. Peter-Ording. Genau. Vielen Dank.